Hallo, ich bin Frank von CubeBikes. Herzlich willkommen hier in Waltershof Rennrad News. Ich nehme euch hier auf einen Rundgang mit und zeige euch die Neuheiten vom Modelljahr 21. Lightning C68X ist natürlich die absolute Wettkampfmaschine, die auch von unserem Profiteam verwendet wird. Ein Rad, was jetzt schon dreimal in der Tour de France auch unterwegs war. Wir sehen ganz klar, es ist auf Aerodynamik optimiert. Wir haben hier deutliche Einsparungen, was den Luftwiderstand angeht. Kabel sind komplett im Rahmen integriert. Auch die Einheit aus Gabel, Rahmen, Sattelstütze, Lenkervorbau ist wie aus einem Guss gemacht. Die Stirnflächen sind sehr minimal gehalten, alles eben um den Luftwiderstand zu reduzieren. In der Top-Version SLT verwenden wir auch DT Swiss Hochprofil Carbon-Laufräder, um den Luftwiderstand nochmal nach unten zu minimieren. Und eine SRAM Red 2x12 Komplettgruppe mit AXS-Technologie, also alles ohne Kabel, nur noch mit Funk geschaltet und natürlich auch mit einer leistungsfähigen hydraulischen Bremsanlage. Neben Gravel ist für uns ein ganz wichtiges Wachstumsthema auch Cyclocross querfeldein. Deshalb haben wir für Modelljahr 21 unser Cross Race in Aluminium komplett neu aufgelegt. Wir haben den Rahmen durch andere Rohrquerschnitte, andere Wandstärken gut 200 Gramm leichter gemacht. Es kommt auch eine neue Carbon-Gabel zum Einsatz mit einem 1,25 Zoll Tapering, um nochmal Gewicht zu sparen. In der SL-Version, die wir sehen, verwenden wir eine Shimano GRX-Schaltgruppe. Das Ganze natürlich mit hydraulischen Scheibenbremsen und in dem Fall mit einer breitbandigen 1x11 Übersetzung. Das Ganze kommt dann noch mit Fulcrum-Laufrädern, auf denen Schwalbe X1 Allround-Reifen montiert sind. Ja, wir sind hier beim komplett neuen New Road C62, hier in der Ausstattung SL. C62 sagt aus, dass wir in dem Verbundmaterial 62% Faseranteil verwenden. Es ist ein sehr steifer und leichter Rahmen. Wir reden hier von um die 1100 Gramm. Dazu natürlich auch passend die Vollcarbon-Gabel mit ca. 400 Gramm. Das Rad steht sehr sportiv, ganz elegant da, natürlich in der nackten Version, aber wir haben ganz bewusst auch beim Carbon-Rahmen die Anbindungspunkte für unser Asset-Zubehör gelassen und formschön integriert. Deshalb der Kunde kann es auch mit Gepäckträger, mit Schutzblech und sogar mit einem Flat-Mount-Ständer ausstatten. Für das Thema Bikepacking haben wir auch eine Lowrider-Aufnahme an der Gabel integriert. Der Kunde kann nochmal 10 Kilo Gewicht gleichmäßig an der Vorderachse mitnehmen und für solche Einsatzzwecke haben wir auch die Flat-Mount-Aufnahme an der Gabel und am Rahmen nochmal 20 mm nach außen gesetzt, also man kann auch mit 180 mm Scheibe vorne und hinten fahren. Hat eine sehr elegant integrierte Sattelstützklemmung. In der Ausstattungsversion SL, wie hier gezeigt, arbeiten wir mit einer SRAM Force AXS-Schaltgruppe. Das heißt, alles kabellos. Wir kombinieren das Ganze auch mit Komponenten aus dem Mountainbike-Bereich von SRAM. Also die Kassette ist eine Eagle-Kassette, die eben noch mehr Bandbreite mit 1x12 bietet und natürlich auch mit leistungsfähigen hydraulischen Scheibenbremsen aus dem SRAM-Programm. Ja, schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es zu den Modellen noch Fragen gibt, einfach unten in den Kommentaren posten. Dann werden wir versuchen, euch noch die Informationen zu geben. Ciao und auf Wiedersehen.